Mutak. Unternehmer, Präsident, Mitglied im Präsidium des DFL e.V. 2010 in den damaligen Liga-Vorstand gewählt. Seit 2016 Vizepräsident der DFL. Sein Handeln immer im Interesse der Vereine, vor allem der zweiten Bundesliga. Heimat und Verbundenheit sind für ihn nicht nur Wörter. Geboren in Westenbergsgreuth, wo er 50 Jahre lang in einem einzigen Unternehmen verantwortlich tätig war. Eine Karriere vom Lehrling zum Geschäftsführer. Auch sportlich hieß sein Motto: Meine Heimat, meine Aufgabe. Er führte den TSV Westenbergsgreuth und trieb die Fusion mit der Spielvereinigung Fürth voran. 22 Jahre leitete er als Geschäftsführer und ehrenamtlicher Präsident die Geschicke der Spielvereinigung Greuther Fürth, der großen Konstante der zweiten Bundesliga, dem Spitzenreiter der ewigen Tabelle. Das Highlight? Der Bundesliga-Aufstieg 2012. Ein Leben für das Kleeblatt. Sein Abschied aus den Ämtern zeigt, dass er seine eigene Person nicht in den Vordergrund stellt. Helmut Hack steht für beständigen Fußball, lokales Engagement und großartigen persönlichen Einsatz über Jahrzehnte. Für Greuther Fürth, die zweite Bundesliga und die DFL.